Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge ARK im Videoformat. Normalerweise spiele ich das Ganze ja immer im Livestream. Allerdings ist es jetzt schon sehr spät, deswegen lohnt es sich nicht mehr, den Livestream anzuschmeißen. Aber ich habe mega Lust, ARK zu spielen und ich bin nicht müde. Und deswegen dachte ich mir, ich stürze mich mal in so ein kleines Abenteuer und nehme euch einfach mal im Video mit. Ich habe mir vorgenommen, ein Tierchen zu zähmen oder eine Kreatur zu zähmen, von der ich keine Ahnung habe, was sie kann, wie stark die ist, was man beachten muss und so weiter. Ich glaube, das wird super, super spannend werden. Ich würde auch sagen, wir wechseln mal ganz kurz in den Dodo-Dex. So, da kann ich euch nämlich mal hier die ganze Liste zeigen. Es gibt wirklich mega viele Kreaturen. Die meisten davon habe ich noch nie gezähmt. Ich weiß wahrscheinlich nicht mal, was die alle können. Ich bin ja kein Ark-Profi. Oh, sorry für das hier hin und her springen. Ist ja auch egal. Ich habe mir auf jeden Fall 3 Stück rausgesucht, die ich super interessant finde und die ich gerne mal irgendwann zähmen möchte. Unter anderem der Yutiranus, genau so heißt der. Das ist so ein haariger Rex-Verschnitt, würde ich fast sagen, ne? Ja, so ein behaarter, sieht man hier ganz gut. So ein haariger Rex-Verschnitt, der, ich weiß, dass der so schreien kann, das habe ich schon öfter gesehen. Und ich weiß, dass der so im Eisbiom sich eher aufhält und der hat auch immer so einen Debuff oder sowas. Ich weiß aber nicht genau, was der kann. Das wird, glaube ich, richtig spannend, falls wir den zähmen sollten. Ja, der würde Level 100 27 Minuten mit Raw Mutton brauchen, also das geht sogar klar. Und es wäre auch ganz praktisch, weil wir brauchen sogar einen Dino, der stark im Kämpfen ist. Also so ein Yutiranus wäre, glaube ich, nicht schlecht. Dann habe ich mir noch rausgesucht den Mosasaurus. Finde ich auch super interessant. Auch nicht schlecht, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir so einen Wasser-Dino brauchen. Oh, die Werte hier sind natürlich überhaupt noch nicht angepasst. Da müsste ich natürlich hier diese Werte reinpacken und mal Level 100 als Vergleich zum Yutiranus. Oh, jetzt habe ich 190 gemacht. Zum Yutiranus. Boah, das wäre ganz schön viel. Ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht alleine, Leute. 220 Narkosemittel. Wie viele Pfeile braucht der? Das habe ich gerade gar nicht geguckt. Longbow 93. Ah, Longbow haben wir gar nicht. Wir haben Crossbow, ne? Uff. Vielleicht sollten wir auch noch diese Dinger hier machen vorher. Gehen wir mal kurz zum Yutiranus, Leute. Dann schauen wir hier nochmal kurz. 69, das geht ja sogar noch. Hiermit nur 49. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? 20 Pfeile weniger. Vielleicht müssen wir echt noch überlegen, ob wir uns so eine Flinte machen und dazu passend diese Tranquilizer-Darts. Ist ja nicht schlecht. Aber erstmal will ich euch das dritte Wesen zeigen, was ich noch nie gezähmt habe und interessant finde. Das ist nämlich der Archaeopteryx. Finde ich auch super cool. Schauen wir da auch mal kurz mit den Werten, die wir hier auf unserem Server haben. Oha, der braucht nur, der ist ja richtig easy. 3 Minuten 33 nur mit Chitin. Okay, interessant. Und nur 3. Ein Headshot nur. What? Okay. Ich fand den optisch super interessant, aber ich glaube, der ist mir zu einfach. Ich weiß auch gar nicht, ob es den auf der Map hier gibt. Bei dem Yutiranus habe ich vorhin schon nachgeguckt. Den gibt es, weil ich glaube nämlich ziemlich stark, dass ich den Yutiranus als Ziel heute haben möchte. Ja, das ist wahrscheinlich auch eins der schwereren Ziele, die ich mir da gesetzt habe. Aber es soll ja auch spannend werden. Wir müssen jetzt aber erstmal richtig, richtig viel vorbereiten. Ich brauche unbedingt noch eine Wasserflasche. Ich brauche meine Armor. Was macht er denn jetzt? Ach, der ist noch auf Folgen. Ich brauche noch eine Armor. Also hier die Rumpf brauche ich unbedingt noch. Dann sollte ich die Armor hier auch noch, also die Rüstung noch reparieren. Das ist ganz wichtig. Meine Waffen und Werkzeuge sollte ich nochmal reparieren. Wir brauchen natürlich genug Pfeile. Wir brauchen genug Essen. Wir brauchen... Oh, ich muss gar nicht diese Armor anziehen, ne? Wir gehen ja ins Eisbiom. Wir brauchen eine Pelzrüstung. Ich schau mal ganz kurz, ob wir überhaupt Pelz da haben oder sowas in der Art. Ich habe die auch noch gar nicht gelernt, oder? Schauen wir mal ganz kurz nach. Pelz. Ne, lernen wir mal. Weil wenn wir jetzt ins Schneebiom gehen oder Eisbiom, dann brauchen wir das natürlich. Wenn wir mal an die Werkbank hier gehen. Ja, es gibt immer viel zu tun. Ich bin mal gespannt, wie lange ich dafür brauchen werde. Gucken wir mal. Oh, wir haben alles da. Nice. Herstellen. Oh, jetzt Pelz, Haar und Wolle oder Wolle fehlt. Die kann ich noch herstellen. Okay, wir brauchen Wolle oder Pelz. Was ich ja auch vorhin gar nicht bedacht habe, das ist sogar sehr praktisch, dass wir jetzt die Schafe machen, weil, oh, ist runtergefallen, weil die geben uns natürlich auch das Fleisch. Und das brauchen wir natürlich auch, ne? Also baue ich das jetzt erstmal so ab. Oh, Pelz geben die richtig gut, ne? Boah, das ist ja perfekt mit dem Pelz. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein weiteres Schaf brauche.
Eieiei, 180 Pelz. Das könnte, glaube ich, schon reichen. Ich fliege mal zurück. Hose und Handschuhe haben wir schon. Das heißt, wir brauchen noch alle anderen Sachen. Haben 183 Pelz. Ich hoffe, das reicht aus für den Rest. So ein Ding brauchen wir einmal. Hatten wir? Hose und Handschuhe. Das heißt, wir brauchen hier noch einmal Schuhe. Perfekt. Und das Teil. Yes, das reicht. Hammelfleisch haben wir auch mehr als genug. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch lange brauche zum Vorbereiten. Kann man das eigentlich auch räuchern? Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das dann länger hält. Aber wahrscheinlich ist das dann nicht so gut, ne? Pack mal die Rüstung hier rüber. Die nehmen wir mal nicht mit. Wir sollten Pelz noch nicht anziehen, ne? Flinte brauchen wir, glaube ich. Metallbarren. Oh gut, Metall habe ich sogar vorhin gefarmt. Das ist ganz gut. Holz und Leder. Das sollten wir eigentlich alles haben. Wo stellt man die her? Wahrscheinlich in der Werkbank, gehe ich von aus. Ich sehe es leider gerade nicht, weil es da voll im Weg steht. Schießpulver lernt. Ach, das brauchen wir auch noch, ne? Kann in der Werkbank hergestellt werden. Okay. Und dann brauchen wir hier noch diese Betäubungspfeile. Einfache Gewehrmunition. Oha. Einfache Gewehrmunition. Was braucht man denn dafür? Einfache Gewehrmunition. Metallbaren Schießpulver. Okay, das sollten wir hinbekommen. Alles in der Werkbank. Okay, das heißt, ich muss jetzt mal eben Metallbaren besorgen. Und Schießpulver, wie stellt man das her? Glaube ich auch nicht so schwierig. Zündpulver und Holzkohle. Oh, okay. Das ist gut. Holzkohle haben wir hier noch ein bisschen zumindest. Das ist, das mit der Munition dauert jetzt ein bisschen. Wir stellen mal so eine Flinte jetzt her. Ich hoffe, da kann man gleich die Darts raus abschießen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das damals schon mal gemacht, aber schon lange her. Ich habe auch nicht oft mit diesen richtigen Schusswaffen gespielt. Eigentlich können wir dann die Armbrust hier lassen, ne? Die brauchen wir dann, glaube ich, nicht. Bin ich ja mal gespannt. Schade, dass wir kein Flintenrezept haben für so eine verzauberte Flinte, weil die Leute auf dem Server haben gesagt, wenn man ja so eine verzauberte Flinte oder verzauberte Flinte, das klingt irgendwie komisch, wenn man so eine Flinte hat, die auf jeden Fall verstärkt ist, dann betäubt die auch besser. Das finde ich auch super interessant. Wir müssen natürlich gleich hier aus dieser Muni, will ich jetzt gleich noch ordentlich weitermachen, da müssen wir dann gleich diese Dinger hier draus machen. Einfache Gewehrmunition, Metallbarren und Narkosemittel. Das sollten wir eigentlich alles da haben, ne? Ich hoffe. Oh, Narkosemittel. Wir haben kein Narkosemittel mehr. Oha. Okay, da muss ich mal kurz das Gewächshaus plündern. Ich werde das dann gleich nochmal eben alles vorbereiten, dass wir... Ah, wie viele Pfeile brauchten wir? 49. Ich werde das so vorbereiten, dass wir ungefähr 100 haben. Das Doppelte. Okay, die Dinger gehen da rein. Das ist perfekt. So. Wollen wir mal einen Testschuss machen, würde ich sagen. Auf Rexy. Piu. Ich weiß jetzt nicht, ob das getroffen hat. Mach mal einen auf ein wildes Tierchen. Wen machen wir denn da? Besten einer, der keine Faxen macht. Hier, der da. Hä? Nicht getroffen. Gott, wie fliegt denn das? Ah, jetzt. Okay. Das heißt, ich darf wahrscheinlich... ich weiß halt nicht, wie das ist mit dem Droppen. Ob das weit runter droppt. Aber das werden wir dann gleich beim... Jutiranus rausfinden. Da bin ich echt gespannt. Ich glaube, ich bin jetzt gut ausgestattet. Also ich habe jetzt 111 von diesen Pfeilen hier. Ich hoffe, das reicht. Wir brauchen ja eigentlich nur 50. Das Fleisch habe ich auch noch. Das habe ich in den Kühlschrank gepackt, weil es mega lange jetzt gedauert hat tatsächlich. Jetzt fast eine Stunde das vorbereitet hier, weil ich habe die ganze Zeit hier Mörser und Stößel da am Laufen gehabt. Habe jetzt auch noch so Wooden Spikes gemacht, wenn wir den dann zähmen wollen. Also ich glaube, wir können jetzt los. Ich glaube, das spricht jetzt nichts mehr dagegen. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, weil der Weg dahin wird relativ weit, glaube ich. So, das Fleisch nehmen wir mal hier raus. Hat sich hier sehr gut gehalten. In dem Fridge. Der hält das halt 100-mal länger. Ich weiß noch gar nicht, mit welchem Tier wir los wollen. Wollen wir mit einem Adler los? Der ist langsamer, ne? Die Strecke ist echt weit. Ich glaube, ich fliege mit dem Tapir. Der hat ja auch Vorteile. Der kann ja auch an der Klippe sich festhalten, wenn es mal... brenzlig wird. Und ich glaube, man kann auch schießen von der Klippe, kann das sein? Das weiß ich gar nicht genau. Tapiara machen wir mal auf Ausdauer. Können wir noch weiter fliegen. Der hat auch super viel Ausdauer, ist super angenehm. Können wir einmal testen, ob wir wirklich jetzt von einer Klippe aus schießen können. Das wäre richtig cool. Wir müssen halt echt nur aufpassen, weil der hat so einen komischen Schrei, der
Tyrannus. Oh, können wir tatsächlich. Cool. Aber wir können nicht nach unten schießen, ne? Okay. Das ist ja super interessant. Kann der auch andersrum landen? Warte mal. Wir messen mal aus. Auch so rum? Nee, das geht nicht. Okay, egal. Wir fliegen los. Dann wird es hoffentlich gleich wieder Tag sein. Also wir müssen jetzt Richtung Norden, da wo wir noch gar nicht waren, da wo wir nicht erkundet hatten. Ich hatte vorhin auf der Karte geguckt. Links oben war so eigentlich der beste Bereich dafür. Weil da wohl am meisten Eis und Schnee ist. Boah, ich bin echt gespannt. Ich hoffe, wir finden gleich einen, der irgendwie 80, 90, 100 ist. Viel höher wäre nicht gut und viel niedriger wäre auch irgendwie ein bisschen doof. Was wir nochmal eben nachgucken können, was ich vorhin gar nicht gemacht habe. Ab welchem Level der Sattel ist dafür. Level 80, das ist okay. Soweit ist das nämlich nicht mehr, Level 80. Miri ist, glaube ich, auch noch weiter im Leveln. Ja, dann würde ich sagen, fliegen wir mal da hinten zu den Eisbergen. Was ist das? Ist der das? Ich habe da gerade einen Schrei gesehen. Ich bin noch gar nicht in dem Gebiet angekommen. Das ist ein Yu-Tyrannus, aber ich glaube, der stirbt gerade. Da seht ihr den Schrei? Das ist der, ne? Ich bin aber eigentlich noch gar nicht in dem Gebiet, wo es den geben soll, glaube ich. Okay, das war jetzt Zufall. Der hat auch so einen komischen Buff immer auf die ganzen Tierchen. Gott, hoffe ich. Habe ich das jetzt hier hin? Gott, dieser Schrei. Ich weiß nicht, was der macht, ob der mich vom Vieh schreit. Weiblicher Yu-Tyrannus, Level 85. Der ist ja perfekt. Der ist halt schon voll am Bluten. Gott, das wird ja übel schwierig. Vor allem, der hat ja auch noch seine Kollegen da am Start. Und das ist auch ein super gefährliches Gebiet hier. Eieiei. Ich habe gerade ein bisschen Respekt vor, muss ich sagen. Aber der steht ja eigentlich ganz gut. Wir müssen nur aufpassen, dass wir von hinten nicht angefallen werden. Ja, wieso trifft die Flinte nicht? Sag mir nicht, dass die nicht genug Range hat. Doch. Oh, der steht da gerade perfekt. Oh, das ist ja richtig nice. Der bewegt sich auch gar nicht. Nicht werden wir nicht von hinten angefallen von irgendwas Fiesen. Es ging jetzt mega schnell. Wir sind halt noch nicht mal angekommen, da wo ich hin wollte. Direkt eingefunden. Oh, jetzt rennt er los. Das ist nicht gut. Oh nein. Okay, er rennt nicht runter. Okay, ich sollte lieber die Safe Shots nehmen. Eieiei. Der hier hoch. Oh Gott, der kann hier hoch. Oh, der Dino fühlt sich unwohl. What is happening? Ich sehe nichts mehr. Ich kann ihn auch kaum noch lenken. Oh, er ist richtig benommen. Alter Schwede. Oh mein Gott, war das knapp. Ich glaube, wäre ich nicht rechtzeitig raufgekommen, wären wir jetzt tot. Eieieiei. Wo ist er hin? Da ist er. Okay, da sind Klippen. Das ist super. Klippen hier sind alle nicht so steil, habe ich das Gefühl. Wir müssen halt jetzt zusehen, dass wir weiterschießen. Er kämpft gerade. Eigentlich nicht schlecht. Oh, ich dachte, er kommt zu mir. Oh, das ist hier Nervenkitzel pur gerade. Jetzt kommt er zu mir. Ja, der hatte gerade richtig Bock auf mich. Okay, da unten ist er gut. Da unten ist er super. Eieieiei. Ich hoffe, das Mammut macht keine Faxen. Bleib da, bleib da. Nein, nicht wegrennen. In Bewegung ist das ganz schön schwierig. Okay, ich habe ihn getroffen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass er kämpft, wenn ich ehrlich bin. Ich liebe sowas, ne? Also das ist ein toller Nervenkitzel, gegen so einen Dino zu kämpfen. So habe ich mir das vorgestellt mit dem Zähmen. Super spannend. Ist besser, als wenn der irgendwo festgeglitscht ist. Ja, manchmal treffen die Dinger einfach nicht, obwohl ich voll drauf bin, oder? I don't get it. Gut, dass ich mehr Pfeile habe, als ich brauche. Einfach reinballern. Wenn ich mehr verschwende, als ich brauche, scheißegal. Bin so froh, wenn wir den betäubt kriegen. Eieieiei. Der ist aber echt gerade gut abgelenkt. Ich hoffe, der wird jetzt hier gleich nicht runterspringen, die Klippe. Das wäre bitter. Der verfolgt gerade halt die ganze Zeit das Mammut. Oh, er ist gekillt.
Das heißt, er ist jetzt nicht mehr abge... Oh. Warum geht er jetzt so weit weg? Schießen mal. Muss da hinterher. Er kämpft jetzt gegen den Argentavis. Ich hoffe, der legt sich jetzt nicht mit den Falschen an, der Juti. Nein! Oh, da kommt irgendwas Fieses auch. Oh mein Gott. Oh, die hatten richtig Bock auf mich. Wo ist er hin? Es ist so gefährlich hier, alleine. Okay. Muss halt jetzt am Ball bleiben, weil sonst geht der Torpor wieder weg. Was jetzt? Oh Gott, ich muss rauf auf den Dings. Ich kann nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, die kam aus dem Nichts und ich war hatte einfach schwarzen Screen. Ich muss meinen Tapiara retten. Oh nein, der wird sterben. Nein. Shit. Wir müssen da jetzt schnell hin, Leute. Ganz, ganz schnell. Fliegen am besten mit Olodril. Können wir wenigstens kämpfen. Oh Gott. Das ist richtig fies, weil die alle so fiese Buffs haben, dass du nichts mehr siehst. Und ich konnte auch nicht aufsteigen. Und oh, ich kenne das halt auch alles nicht. Aber das ist echt spannend. Ich hoffe, mein Tapi stirbt jetzt nicht. Also die Viecher hier scheinen echt fies zu sein. Noch sehe ich keinen grünen Strahl. War das nicht hier von? Da. Da ist es. Vielleicht hat der Tapiara sich auch durchgesetzt. Wer weiß. Natürlich jetzt hier bitter, ne? Oh, der lebt. Oh, Tapi, du bist der Beste. Ohne Scheiß. Komm her, Giveaway. Geht's dir gut, Giveaway? Ich hoffe doch. Ja, die sind ja gerade von oben runtergedroppt, die fiesen Viecher, ne? Ich würde am liebsten das Ganze hier absichern. Oh mein Gott, das war gar kein Debuff. Die Stelle hier ist einfach verbuggt, wo ich war. Oh mein Gott. Das heißt, ich bin gerade halb durch den Bug mal wieder gestorben. Ich liebe Ark. Oh Gott. Oh mein Gott, ey. Das heißt, dieses Schwarzbild war gar kein Debuff von den Viechern. Das gibt's doch nicht, ey. Was, wie viel Pech kann man denn haben? Das ist ja insane. Okay, ich stelle erstmal meine Tierchen auf neutral, würde ich fast sagen. Und die kämpfen. Also er ist auf jeden Fall die ganze Zeit am Brüllen. Der ist auch mega geschwächt so. Ich weiß nicht, ob der gleich drauf geht. Ja, ja. Au. Au, 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 au. Oh, oh. Ja, ich kann ihn dann immer nur so halb steuern. Der ist komplett benommen. Oha. Also der Juti ist jetzt fast tot da unten, habe ich das Gefühl. Das ist echt nicht gut. Weiß auch nicht, ob der noch Torpor hat. Wahrscheinlich eher nicht. Aber man sieht hier aber auch nichts, ne? Wo ist er? Schieß einfach mal rein. Was getroffen? Da ist er. Hi. Da kannst du gerne bleiben, da unten. Wenn jetzt nichts von oben kommst, alles gut. Na, du kommst nicht an mich ran. Ist er da noch? Da ist er noch, ne? Man sieht das fast gar nicht. Ihr könnt mir ja auch mal den Buff da oder diesen Debuff da erklären, ob der da auch diese Kanus oder so, sind die dann auf seiner Seite? Oder kämpfen die mit ihm? Ich verstehe das irgendwie nicht so ganz. Ich habe immer das Gefühl, der rekrutiert die irgendwie mit dieser Aura oder was das ist. Hey. Ja, okay, jetzt geht's. Das könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren erklären, dass ich ein bisschen was über den Juti lerne. Oh, er rennt, glaube ich, weg. Das war's mit dem Baum. Oh, der ist halt mega am Bluten, der Juti. Rennt der weg von mir? Ich glaube, der ist gerade schon am Ende oder so. Rennt der vor? Trau dem Braten nicht. Der hat
Bock, aber der hat auch irgendwie nicht Bock. Der Kano soll mal gehen, das ist gut. Er ist unberechenbar, wirklich. Oh mein Gott, ey. Ich muss jetzt einen Hit landen, Leute. Das ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten verkacke ich meine Betäubung. Geht die nämlich wieder runter ohne Ende. Ist aber echt nicht so einfach. Ja, ich habe einen Hit. Perfekt. Okay. Oh, der rennt davon. Daher. Da im Wald. Ja, ich habe ihn gefunden. Oh mein Gott. Weil der so schnell ist, ey. Wenn er nicht irgendwo stuck ist, muss den halt wieder treffen. Inventar will ich doch nicht öffnen, ich will aufsteigen. Ich kann nicht auf ihn rauf. Wieso kann ich nicht auf mein Tier rauf? Oh mein Gott. Diese Steuerung macht mich wahnsinnig. Neutral, komm, kämpf. Jawohl, ich kann hier nicht reiten mehr. Jetzt, lass mich darauf. Spiel! Lass mich doch darauf, das steht doch eh. Oh mein Gott. Oh, dieses Game, ey. Oh. Ich konnte vorhin nur das Inventar öffnen, als er attackt wurde. Ich kann ihn jetzt gerade übrigens nicht gut steuern. Uff. Alter, ist das Nervenkitzel hier in diesen Gebieten. Oh, das Spiel macht dann aber auch fertig mit der Steuerung, ne? Eieieiei. Lad nach! Hä, das war doch drauf! Sehen wir doch nichts. Oh, komm, nicht weg, nicht wegfliegen! Oh mein Gott, ich bin so tot. Eieiei. Oh, ich lebe. Huh. Ich habe ihm sogar ein paar Hits gegeben. Das ist gut. Oh, ist der stuck da jetzt? Das wäre perfekt. Oh nein, der ist down gegangen. Oh. Are you kidding me? Oh nein, der Kano hat ihn gekillt. Alles umsonst, Leute. 50 Darts habe ich noch. Das heißt, neu ausrüsten. Zweiter Versuch. So, Leute, ich bin wieder ausgestattet einigermaßen und fliege jetzt wieder zurück in die Eiswelt. Ich habe jetzt mal den Adler mitgenommen, weil ich relativ viel transportiere, weil, ihr habt ja gerade gesehen, das war irgendwie ein bisschen, ja, zu hektisch. Also er ist sehr viel durch die Gegend gerannt, wurde dann von vielen Tieren angegriffen und ist dann letztendlich auch gestorben. Ich habe mich dadurch nur unnötig in Gefahr gebracht. Ich werde es jetzt auf jeden Fall versuchen, ihn in eine Falle zu locken. Weil ich bin ja kein Fan davon, dass man Tiere irgendwo reinglitscht, um die zu zähmen. Aber ich finde, eine Falle ist noch ein bisschen schöner, als wenn man den einfach in Klippen lockt, wo er dann festhängt. Und ich habe keine Ahnung, ob die Falle funktionieren wird. Aber das ist im Prinzip die gleiche Falle, die wir auch beim Argentavis-Ziehen benutzt haben. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, dann haben wir Pech und dann müssen wir mit den Konsequenzen leben. Aber das werde ich auf jeden Fall jetzt ausprobieren. Ich bin jetzt wieder in dem Gebiet, wo wir vorhin waren. Mal gucken, ob wir jetzt auch wieder so schnell einen U-Tyrannus finden. Das war ja gerade echt Zufall. Vor allem ist es echt ärgerlich, weil der 85 war vom Level und das ist ja eigentlich genau mein Beuteschema, was ich suche. Ich könnte mich echt ärgern, dass der da drauf gegangen ist, aber er hat halt gegen alles gekämpft, was da in der Nähe war. Ist ja kein Wunder, dass er dann irgendwann stirbt. Deswegen will ich es jetzt auf jeden Fall versuchen, ihn in eine Falle zu locken und dann möglichst abzuschirmen mit den Spikes, dass da nichts anderes Böses mehr hinkommt. Aber wahrscheinlich müssen wir diesmal ein bisschen mehr in den Schnee fliegen, gehe ich mal von aus. Weil... ja, ich glaube, das war schon ziemlich Glück, dass wir so schnell einen gefunden hatten. Level 60, das ist bis jetzt der beste, den ich hier gefunden habe. Ich weiß nicht, ey. Also Level 70 will ich eigentlich schon haben. Aber die scheinen echt nicht selten zu sein. Das Level 140. Oha. Ich weiß halt nicht, wie viele Pfeile der bräuchte. Das wäre natürlich auch interessant, ne? Wollen wir mal ganz kurz im Dododex nachschauen, wie das mit dem Level 140er ist. Ist ja bis jetzt der ansprechendste, würde ich fast sagen. Gucken wir mal im Dododex. 140. Calculate. So.
20 Stück hätten wir dabei. 36 Minuten geht auch klar. 66 Darts, das könnten wir probieren, Leute. Ja, komm, let's go, bevor ich jetzt hier ewig weitersuche. Würde es am liebsten an so einem sicheren Ort machen wie hier. Zumindest einigermaßen sicher aus. Ich musste dann nur hier hingelockt kriegen, später. Oh, die sind schon echt nah, ne? Das ist super gefährlich, was ich jetzt hier mache. Bereite mich mal eben bestens vor. Er kommt auch gerade immer näher. Keine Faxen machen, bitte. Da ist noch einer. Oh mein Gott. Jetzt kommen auch noch Wölfe angerannt. Was ist das für ein Gebiet hier, ey? Kriegst du ja richtig Paranoia bei. Aber ich kann auch aus dem vom Adler ausbauen, fällt mir gerade mal ein. Ist nicht ganz so gefährlich. Und das lasse ich offen. Brauche eigentlich gar keine Ceiling da oben drauf, ne? Mach sie trotzdem mal sicherheitshalber rauf, denke ich mal. So. Ich habe ja nur eine mit. Ich habe gar nicht nachgedacht. Ich hätte noch mehr mitnehmen müssen als eine. Also diese eine Ceiling, die bringt mir herzlich wenig. Ich werde ihn dann versuchen, da reinzulocken und das Ding dann dicht zu machen. Das ist so der Plan. Aber erstmal muss ich mal eben hier diese Wölfe loswerden. Die kann ich bestimmt greifen, oder? Okay, den kann ich greifen. Das ist gut. Der macht ganz schön viel Schaden. Ich kämpfe jetzt auch nicht mit denen. Falsche Taste. I hate my life. Ey Leute, ihr glaubt gar nicht, wie oft mir das schon passiert ist, dass ich auf E drücke. Ich wollte eigentlich den Wolf abwerfen mit E und bin dann abgestiegen. Oh mein Gott. Ja, das ist mein Fehler. Ich hoffe jetzt nur, dass der Olodril der Argentavis nicht stirbt. Okay, hier ist mein grüner Strahl. Es wird jetzt auch Nacht. Wir haben es gerade noch so rechtzeitig geschafft. Oha. Komm her. Kann ich den jetzt pfeifen, dass der... Okay, er kommt. Komm her. Komm her, mir ist kalt. Wir müssen hier raus. Erstmal zu einem sicheren Ort, sonst sterbe ich gleich wieder. Den Tapiara habe ich da mal eben zwischengeparkt. Ich hoffe, da passiert nichts. Wir müssen jetzt unseren Stuff wiederholen, ganz dringend. Die Nacht ist vorbei. Der liegt da unten. Ich habe aber das Problem, dass wir, oder ich habe die Vermutung, dass wir unsere Falle gleich schon wieder abreißen können, weil die ganzen Yutis, die ich zähmen wollte, sind, glaube ich, jetzt schon verschwunden da. Nur weil ich eine falsche Taste gedrückt habe. Okay, der Dude hier ist jetzt Level 95. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin, dass der uns verfolgt. Ist aber ganz schön schwierig, weil hier echt so viel anderes Zeug rumläuft. Und der schreit halt auch die ganze Zeit. Oh nein, ich glaube, der ist tot. Nee, der steht da noch. Oder? Ist der stuck? Steht der, aber da hinten kommen schon wieder Wölfe oder sowas an. Hallo? Der ist da stuck? Ich weiß jetzt nicht, ob ich den von hier direkt zähmen soll. Ich will den am liebsten in meine Falle locken. So, erster Hit. Der scheint da echt stuck zu sein. Ah, der ist schon wieder blutüberströmt. Oh nee, Adler. Adler. Hol mich ab. Adler. Mann. Wo ist Olodril, Leute? Da ist Olodril. Oh, du Ehrenmann. Du bist überlebt. Schnell das Zeug holen. Oh, Olodril ist der Beste. Immerhin habe ich kein Tier verloren. Ich bin gerade hart am Überlegen. Es ist jetzt echt schon spät. Hier sind so viele Viecher. Ich bin gerade mit drei Flugviechern unterwegs. Ich glaube, ich werde das Ganze jetzt hier an dieser Stelle abbrechen. Ich muss jetzt mal eben noch mein Tapiara wiederholen. Und ja, wir haben es jetzt echt versucht. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht daran liegt, dass der Yutiranus zu heftig ist. Ich glaube, das liegt eher an der Gegend hier. Weil die Gegend, die ist irgendwie komplett übersät mit gefährlichen Viechern.
Ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen, aber wir können ja die Kommentare so ein bisschen nutzen. Und ihr könnt immer mir mal Tipps da reinschreiben, wie man am besten so einen Beauty-Ranus zähmt. Und was ich falsch mache. Und. Schreibt's gerne rein. Ich suche jetzt mal eben den Tape. Und dann fliege ich Richtung nach Hause. Falls jetzt nichts Spannendes mehr auf dem Rückweg passiert, verabschiede ich mich schon mal bei euch. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet trotz dieser Niederlage, sage ich mal, trotzdem viel Spaß. Dann würde ich mich sehr über ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.